Während Deutschland, also die Abgeordneten, heute erstmal darüber debattieren, über eine Impfpflicht, sind andere Länder da schon weiter? Also wo sieht es denn wie aus? Wir müssen gar nicht weit schauen, denn bei unseren Nachbarn in Österreich, da hat man sich ja schon für eine allgemeine Impfpflicht entschieden. Der Bundesrat dort, der muss das noch absegnen, aber das gilt in der Regel eher als Formsache. Und deswegen schauen wir doch direkt mal nach Österreich, wie das da im Detail aussieht. Also die Impfpflicht soll ab 18 Jahren gelten und wer sich dem widersetzt, der könnte mit Strafen von 600 bis 3.600 Euro dann eben auch belegt werden. Also das Ganze wird relativ teuer geahndet. Wer kontrolliert das Ganze? In einer ersten Phase soll das erstmal die Polizei machen. Und da ist die Rede von stichprobenartigen Kontrollen, die zum Beispiel im Rahmen von Verkehrskontrollen stattfinden könnten. Da ist dann aber auch die Rede von einer zweiten Phase. Wenn das Ganze also nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann könnte man auch flächendeckend für die Umsetzung sorgen. 2020 wurde in Österreich schon ein Impfregister eingeführt. Darauf könnte man zurückgreifen. Ja, und dann hat eben diese allgemeine Impfpflicht auch noch ein Ablaufdatum, soll also erstmal nur bis Februar 2024 gelten. Wir schauen mal weiter nach Italien, denn dort hat man sich schon für etwas entschieden, was ja auch bei uns jetzt vermutlich diskutiert wird, nämlich eine Impfpflicht ab 50 nur für die Risikogruppen. Der Vollständigkeit halber muss man dazu sagen, in Italien gibt es auch schon eine berufsbezogene Impfpflicht. So wie das bei uns ja auch schon entschieden wurde, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Es drohen 100 Euro Bußgeld für über 50-Jährige, die sich nicht impfen lassen wollen. Das heißt also relativ verträglich, sage ich jetzt mal. Wer aber ungeimpft zum Arbeitsplatz kommt, obwohl er geimpft sein müsste, also wie gesagt im Gesundheitswesen beispielsweise, für den wird es ein bisschen teurer, 600 bis 1.500 Euro. Geahndet wird das am Arbeitsplatz, beziehungsweise kontrolliert so viel mehr, wird das am Arbeitsplatz vom Arbeitgeber. Und für die über 50-Jährigen allgemein wird das kontrolliert von der dortigen Steuerbehörde, die dann dafür auch Zugriff auf die lokalen und die regionalen Impfregister der Gesundheitseinrichtungen bekommt. Die Impfpflicht ab 50, die hat jetzt erst einmal auch eine relativ kurze Dauer. Die soll also nur bis Juni diesen Jahres gelten. Ja, und die berufsbezogene Impfpflicht, für die gibt es in Italien erstmal kein Ablaufdatum. Danke dir vielmals, Daniela. Oh, ich höre, ich darf doch noch mal nachfragen. Ich dachte, unsere Zeit ist vorbei. Aber wenn es jetzt, wenn in Deutschland eine Impfpflicht käme, wären wir trotzdem im internationalen Vergleich, stünden wir mehr oder weniger alleine da? Ja, also zumindest gibt es sehr vereinzelt nur andere Staaten, die eine allgemeine Impfpflicht bislang beschlossen haben. Wir können noch mal ganz kurz in Europa bleiben, denn im Vatikan, also in Vatikanstadt, da hat man auch eine Impfpflicht verhängt. Das heißt für dortige Bewohner und eben auch Mitarbeiter, also Angestellte. Im schlimmsten Fall, wenn man sich dem widersetzt, droht da die Entlassung. Und es sind auch schon Schweizer Gardisten tatsächlich entlassen worden. Einige haben selbstständig den Dienst quittiert. Ja, der ein oder andere gerät da jetzt in ein Dilemma. Aufgrund von religiösen Ansichten lehnen die ein oder anderen dann eben eine Impfpflicht oder eine Impfung beziehungsweise die verschiedensten Impfstoffe ab. Und deswegen ja, hat das dann zu einem Ende der Beschäftigung geführt. Wir gucken mal weiter auf der Welt, denn ja, der Vatikan beziehungsweise Vatikanstadt ist ja eine absolute Monarchie. Aber auch die anderen Staaten, in denen es eine Impfpflicht gibt, haben relativ wenig mit Deutschland oder mit Österreich gemeinsam. Tadschikistan, Turkmenistan, Mikronesien, Indonesien, da gucken wir vielleicht mal beispielhaft ein bisschen genauer hin. Auch dort gilt eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Bestraft wird mit bis zu 300 Euro all diejenigen, eben, die sich dem widersetzen. Und das ist höchst umstritten, eben deswegen, weil 300 Euro für indonesische Verhältnisse ziemlich viel sind, ungefähr doppelt so viel wie ein gängiges Monatsgehalt. Noch dazu sind die Impfstoffe dort nicht in rauen Mengen verfügbar, kommen nur schwer auf die Inseln, sodass auch nicht allen wirklich flächendeckend ein Impfangebot gemacht werden kann. Ja, wir schauen mal weiter auf die andere Seite der Erde, nach Ecuador, denn dort herrscht die wohl strengste Impfpflicht der Welt ab 5 Jahren. Also das betrifft auch schon Kinder. Muss sich dort jetzt jeder impfen lassen. Das wird allerdings nur, ja, sagen wir mal so, man findet mal sehr schwierig heraus, wie das Ganze geahndet wird oder sanktioniert wird. Das heißt aber, das müsse auch gar nicht so streng kontrolliert werden, denn weil Ecuador durch die Corona-Pandemie sowieso stark gebeutelt war, viele Infektionen, viele Todeszahlen, ist die Impfquote dort sowieso schon relativ hoch. Doppelt geimpft sind rund 75% der Bevölkerung. Aber es heißt, das basiert auf Freiwilligkeit und eben weniger auf dieser Impfpflicht. Interessant. Danke dir vielmals, Daniela.